Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni, würde ich sagen. Und ich schätze auch mal, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir müssen da eh aus der Stadt raus. Ich wüsste jetzt auch nichts mehr so direkt, was ich in der Stadt machen wollen würde. Vielleicht gibt es irgendwas, was ich vergessen habe oder so. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir generell alles in die Kommentare schreiben, solange es keine Spoiler ist. Also da müsst ihr euch nicht zurückhalten. Tja. Gibt's sonst zu sagen, wir können noch unser Zeug auffüllen. Eine Taube fehlt noch. Das war das, was ich machen wollte. Ha. Zwei haben wir. Okay. Ich habe nichts gesagt. Aber ich befürchte, da hinten war auch nichts. Ich habe jetzt zumindest keine Taube gesehen. Die ist sicher mega mies versteckt. Okay, aber da ich jetzt. Ja, dann müssen wir eh nochmal durchsuchen. Okay, ich nehme alles zurück. Das möchte ich natürlich noch fertig machen. 20 Gulden. Manchmal brauche ich so ein paar Sekunden, bis ich wieder in der Folge drin bin. Das passiert, wenn man die ganze Zeit Context-Switching betreibt. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt, was das ist. Also generell halt, dass ich sehr viele Spiele gleichzeitig zocke und deswegen nicht immer in jedem Spiel 100% so drinne bin wie jemand, der das gerade sowieso zockt und dann auch ausschließlich zockt. Alle okay, das sind nirgends Tauben. Sag bloß, da ist nochmal eine. Nein, sieht nicht danach aus. Taube. Taube. Ich kann mir echt gerade nicht vorstellen, wo hier noch eine Taube sein soll. Wenn wir natürlich zu lange damit brauchen, dann ist ganz klar, dass wir das erstmal links liegen lassen. Allerdings hätte ich das schon gerne gemacht gehabt. Vielleicht bei der Königin? What? Das wäre sehr komisch. Eine Taube hier drin. Come on, wehe, das ist jetzt hinter dem Ganzen. Boah, das ist schon eine Frau von Statur, würde ich mal sagen. Aber hier ist keine Taube. No, nope, not at all. That means we're going home. Naja, wir gehen weiter auf jeden Fall. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg hier wieder zurücklaufen für nichts und wieder nichts. Verdammt, vielleicht finde ich auf dem Heimweg noch die Taube. Aber man weiß ja nie. Okay. Bam. Taube. Taube, 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 Taube. Ich lasse mich in letzter Zeit so oft ablenken bei LP. Das ist ja voll schlimm. Sonst hätte er hier nebenher am SMS lesen. WhatsApp. Vor allem. Ich habe bei meiner Wohnung hier gerade keinen mobilen Empfang übrigens. Das ist sowas von bescheuert. Aber lässt sich leider nicht anders machen gerade. Bam, bam, bam. Mit anderen Worten. Außer mit WhatsApp. Kann man mich zurzeit nicht erreichen. Ich habe auch keinen Festnetzanschluss. Das ist wirklich nicht zum Lachen, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht zum Lachen. Gut, dann machen wir das irgendwann anders. Ich wollte noch ein Thema finden. Man ist das so gewohnt, dass man einfach jemanden auf dem Handy erreichen kann, dass man sogar Leuten gar nicht mal richtig verklickern oder erklären kann, dass es eben nicht geht. Das ist ein echtes Problem. Ich meine, jemand, der erwartet, dass jeder mit dem Handy erreichbar ist, der schluckt das nicht ganz so leicht, wenn man ihm sagt, dass man mit dem Handy nur zwischen bla und bla Uhr oder keine Ahnung, nur über WhatsApp oder sowas erreichbar ist, vor allem wenn es ältere Leute sind. Ja. Egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich hinaus wollte, wie wichtig eigentlich WhatsApp zurzeit ist, echt. Also, trotz des ganzen Skandals mit Facebook, was heißt Skandal? Der Übernahme mit Facebook, kein Skandal. Ist es trotzdem noch relativ wichtig. Besonders für mich im Moment. Klar gibt es einige. Naja, sind nicht wirklich Alternativen, weil ehrlich gesagt keiner von meinen Kollegen, Freunden und so benutzt irgendwas anderes als WhatsApp. Und da kann es noch so viele ultra sichere und total faire Messenger geben. Wenn es niemand benutzt, dann bringt mir das nichts. Dann muss ich WhatsApp verwenden. Klarheitsbringer. Okay. Bam. Wieder mal ein Level up. Das hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. Okay, da hinten ist noch ein
Item und das. Verdammt. Wir hätten uns dran anschleichen können. Im letzten Moment habe ich es gesehen und wollte umkehren. Monolith. Monolith. Ha. Ich glaube, das müssen wir fangen. Wisst ihr das? Machen wir mal die hier. Okay, ich muss auf jeden Fall Entladung hier machen. Bam. Könntest du nicht fangbereit sein? Das wäre echt nett. Nicht du angreifen, bitte. Bam, bam. Bam. Okay. Alles okay, alles okay. Alles super. Bam, 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 bam. Komischerweise ist das im Moment das LP, was ich am nächsten... Ach, verdammt. Du kriegst mich nicht. Ich bin schneller. Ich bin nicht schneller. Ich bin überhaupt nicht schneller. Verdammt. Wohin? Ich bin richtig. Okay. Shit. Wie war das mit Anschleichen? Ja, auf jeden Fall könnte ich bei diesem LP tatsächlich am ehesten auf eure Kommentare von allen anderen LPs reagieren. Bam. Dabei hatte ich eigentlich mal vor, das hier als komplett vorausgenommen und so hochzuladen. Aber ja, wie gesagt, ich bin kein großer Fan vom Vorausladen und ich wusste halt nicht, wie viel Zeit und so ich habe, aber es scheint noch einigermaßen zu gehen. Wobei, ja, jetzt wird es dann so langsam auch zeitlich dann ein bisschen knapper. Aber bisher alles noch im grünen Bereich. No problemo. So. Bam, bam, bam. Oder was heißt im grünen Bereich? Im leicht orangen Bereich. Boah. Sind wir da hier zurück oder was? Hä? Sieht cool aus da im Hintergrund. Ich, wie gesagt, ich bin so gespannt drauf, was es da noch für Welten geben wird. Bam, bam, badam, bam, badam. Alles klar, eins nach dem anderen. Sagen wir dem Captain Bescheid, dass wir zurück sind, was? Wenn er uns direkt auf sein Schiff lässt, müssen wir die Badesache nicht anziehen, oder? Wirklich? Wie schade. Ich habe mich richtig an meine gewöhnt. Ich kann es kaum erwarten, Captain Neumann klug den Freibrief zu geben, um ihm zu zeigen, dass wir das Sagen hat. Wer das Sagen hat. Dann los, wir haben die nötigen Informationen nach... Zum Schutzhelfer, oder? Dass jemand in dem Alter schon ein Weißer sein kann, meine ich. Er ist viel jünger als mein Vater. Und auch um einiges hübscher und so. Haha. Wir müssen sofort nach Schweinfahrt. Los, gehen wir zum Captain. Oh. Schon wieder. Hehehe. Das ist jetzt meins. Vielen Dank. What? Was hat er ge... Oh nein, unser Freibrief. Schon wieder. Nein, das Bild ist weg. Was? Und der Freibrief auch. Er hat beides gestohlen. Mann, was für eine Nervensäge. Na los, hinterher, oder nicht? Ja. Badesachen anziehen. Badesachen anziehen? Okay, dann halt nicht. Wir wissen natürlich, wo er hingelaufen ist. Dank Magie oder so irgendwie. Magifix. So. Machen wir mal da runter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Gibt's ja unterschiedliche Wege. Der wollte eh zum Boot. Das ist schlecht. Da ist der. Ich hab doch gesagt, dass du ablegen sollst. Dieser Freibrief gehört dir nicht. Ich kenne dich, Dieb. Du hast ihn gestohlen. Von wem? Ihn kümmert. Sei einfach still und lass mich an Bord, okay? Ich habe den Brief, das heißt, ich darf mit dem Schiff reisen. Ich kenne meine Rechte. Bringst du mich jetzt in die Herbstland oder nicht, na? Immer wieder Ruhe, Freund. Kein Grund, sich so aufzuregen. Das ist denn so dringlich, wenn es nicht auf einen günstigen Wind warten kann. Ich muss ihn finden. Ich muss ihm sagen. Ihm? Von wem sprichst du? Hör zu, ich muss einfach nur jemanden da treffen. Er macht alles falsch. Deswegen muss ich hier hin und ihm sagen, wie es richtig geht. Komm schon, bring mich hin. Du bist ganz in Ort berüchtigt. Warum sollte ich einen wie dich auf mein geliebtes Schiff lassen? Ah, hör zu, ich muss dorthin, verstanden? Wenn ihm irgendwas zustehst, weil du mich nicht mitnehmen willst, werde ich... Du wirst das so schnell nicht vergessen. Spare deine leeren Drohungen. Sag mir lieber, von wem du sprichst. Warum willst du, dass ich dich zu ihm bringe? Da, das geht dich nichts an. Und jetzt sei still und leg ab. Halt, gib uns unsere Sachen zurück. Verdammt, ihr schon wieder. Da bist du wieder, Junge. Sehr gegrüßt. Warte, der Freibrief, gehört er dir? Ja, Captain, er hat ihn uns gestohlen. Hatte ich mir schon gedacht. Die Kolifin würde einem gemeinen Verbrecher niemals ein solches Privileg gewähren. Verschwinde. Heißt das, du wirst mich nicht mitnehmen? Aber, verstehst du denn nicht? Verstehst du denn nicht, dass ich das alles für ihn tue? Ich muss dorthin. Ah! Was ist das?
Gib acht, Olli, das stimmt was nicht. Der schwarze Nebel, das ist doch ein Albtraum. Ein Albtraum, Oliver, was hat das zu bedeuten? Vorsicht, Esther, er greift an. Was? Oh nein! Oh nein! Bostheim! Wow. Okay. Ist das selber falsch? Bin immer müde um die Uhrzeit. Na. Svens Albtraum. Ohne jede Zurückhaltung. Wir wissen jetzt, wie der Charakter hier heißt, weil wir wissen, wie der Boss von ihm heißt, der eigentlich noch mysteriöser ist. Okay, schauen wir mal. Was kannst du dagegen andere ausrichten? Aua, das ist übrigens weh. Verteidigen. Nachtmusik. Ah, okay. Schmetterschlag. Einfach weiter angreifen oder Eiszeit ist dein super. Okay, cool. Klingt gut. Mach mal. Ich wusste gar nicht, dass CPU die auch einsetzt, wenn er. Wow. Alright, das war Damage. Ich muss aufpassen, er wird gleich wieder sein Ding machen. Groll. Okay, offenbar nicht. Von mir aus. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt. Okay, Esther. Pass mal bitte auf. Mich selber bitte. Oh Gott. Schon wieder Nachtmusik. Das ist schlecht. Na. Ah. Okay, dann werden wir mal nichts machen, weil wir nichts machen können. Okay, gut. Du, greif mal an, bitte. Entladung? Das hat nicht arg viel Damage gemacht, oder? Achten. Ah, geht doch sogar. Heilende Träne, bitte auf mich. Und könntest du mal bitte aufpassen, was du tust? Schockwelle. Was tust du da? Nimm deine Hand. Bitte auf mich selber. So. Und dann geht's hier wieder einen normalen Angriff mit dem guten Monster. Ich wünsche, das können wir mal im Koop spielen. Dass hier jemand für Koop finden würde, aber gut. Ah, verdammt. Geht leider nicht. Der hier. Der war eine Abwehr. Oh Gott. CPU nimmt nicht mal meine Aktion wieder an. Das ist schlecht. Come on. Esther steigt tot. Ich kann nichts machen dagegen. Außer sie auswählen. Was vielleicht tatsächlich. Nein. Ah. Groll. Come on. Nein! Okay, okay, okay. Was mache ich jetzt denn? Na, schon wieder verflucht. Oh, dankeschön. Wer auch immer das war. Enel, Feuerschleuder. Kein MB. Verdammt. Komm, lass mich mal hier was mit Proviant machen. Sandwich an ihn. So. Und gleich wieder was. Und zwar brauchen wir MP für uns selber. Very nice. Und dann ein bisschen Nachtmusik, wovon ich auf jeden Fall nicht betroffen werden darf. Very nice. Super. Und auch. Oh, scheiße. Der steht da ziemlich doof. Okay, Marschmusik. Flinkheit aller Verbündeter. So, perfekt. Und du bitte mal wieder weg da. Und ein bisschen lindernde Hand auf dich selber. Um dich wieder voll zu heilen, was übrigens total bescheuert war, weil, So, du greifst dann bitte. So klappt das. Ich möchte das beide leben diesmal. Ich möchte endlich mal sagen, ich habe das Kampfsystem richtig verstanden, weil das kann es ja nicht sein.
Verteidigen! Okay. Super. So klappt das ja. Aber ich könnte mal wieder zurück zu mir gehen und nach Musik. Nein. Nein. Nope. Not with me today. Yep, not with me today. Und ein bisschen Zauber da noch. Eiseskälte. Hat offenbar eben ganz gut Damage gemacht. 31 nur. That's too less. Far too less. Bisschen Magie holen. Bisschen Schockpfeile. Bam, 40. Auch zu wenig. Wie sieht's mit Feuerball aus? Aua, das tut weh übrigens. Das hat ordentlich weh getan. Das war knapp. Okay. Was tun wir jetzt? Ich brauche noch mehr Hand auf mich selber. So, und jetzt können wir mal wieder normal Angriff machen, verteidigen. Ja, normal Angriff machen, verteidigen. Blablabla. Nein. Echt doof, dass man denen nicht Befehle geben kann. Verdammt. Zurück. Proviant. Schleunigst Leben wiederherstellen. Wichtig über allem. Und ein bisschen... Nein. Ah. Es dauert zu lang. Also die Angriffsanimation ist echt ewig lang bei dem Kroll-Ding. Das mir echt manchmal Sorgen bereitet. Oh, die schwarzen Kugeln machen Damage. Okay, gut, dass ich das jetzt auch mal gemerkt habe. Bisschen arg spät vielleicht oder so, aber hey. Hey. Gut, haben wir es aber auf jeden Fall geschafft, ohne dass jemand diesmal gestorben ist. Und das heißt, alle bekommen eine neue Stufe. Was heißt, dass ich hier alles durchklicken werde. Bam, bam, bam. Plasmasphäre, okay. Cool. Oh, Moment, wo bin ich? Du warst von einem Albtraum besessen, Mann. Hast dich ein bisschen komisch aufgeführt deswegen. Gibst du uns jetzt unser Bild zurück? Seid still ihr alle, lasst mich in Ruhe. Kommt einen Schritt näher und ich werde euer wertvolles Bild in Stücke reißen. Ja, was sollen wir nur tun, Tröpfchen? Ich denke, er hat noch immer ein gebrochenes Herz. Aber ich frage mich, was ihm fehlt. Ah, kapiert, wie die Kulifin nicht. Ihm fehlt Zurückhaltung, deshalb kann er nicht anders und klaut, was ihm unter die Finger kommt. Wir müssen also noch ein bisschen Zurückhaltung finden, oder? Aber wo sollen wir jetzt suchen? Abula hat uns schon mit seiner ausgeholfen. Das wäre schon was für deine Fiole, oder nicht? Laguna ist nicht sehr groß. Hier finden wir im Handumdrehen ein bisschen Zurückhaltung. Dann machen wir uns auf die Suche. Ist mir egal, was ihr macht, solange es irgendwie anders macht. Haut schon ab. Wow, okay. Na gut. Auf jeden Fall würde ich diese Episode dann beenden. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken. Falls es euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.